Herzlich willkommen zurück bei v60hybrid.de und in den Roaring Twenties. Was das schon wieder heißen soll, ich sag's euch in diesem Video. Ja, es ist ja mal wieder ein neues Jahrzehnt angebrochen. Wir schreiben das Jahr 2020 und die 1920er Jahre, die nannte man die Roaring Twenties, weil da Musik lauter wurde und die Kleidung wurde entspannter. Es gab dann die Charleston-Partys in Amerika. Wie die Geschichte später über unser neues Jahrzehnt urteilen wird, weiß ich natürlich noch nicht. Bei mir wird es etwas Roaring. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich hier einen großen Karton vor mir stehen, den wir jetzt zusammen auspacken. Ich hatte das Problem, dass meine Lautsprecher, die ich am Rechner immer hatte, ein paar Behringer MS-16, relativ einfache Aktivmonitore, aber klangen eigentlich ganz gut. Die haben leider nach vielen, vielen Jahren ihren Dienst quittiert. Ich habe jetzt die letzten Videos immer per Kopfhörer geschnitten, das geht auch ganz gut, aber mir war irgendwie Stand der Sinn, wieder ein paar ordentliche Lautsprecher am Rechner zu haben. Ich hatte mich da vorher auch schon mit der Firma Nubert mal auseinandergesetzt, war auch in deren Showroom im Duisburg und hatte dann irgendwann beschlossen, okay, wenn denn meine Behringers mal hin sind, dann kaufe ich mir ein paar aktive Nuberts. Nun sind die allerdings, muss man dazu sagen, kein echtes Schnäppchen. Schon die kleinsten 100er kosten 285 Euro das Stück, also fast 600 das Paar, die eine Nummer größer. Die kosteten 345, also 700 pro Paar. Haben tolle Kritiken, haben tolle Bewertungen. In dem Proberaum haben sie mir auch super gut gefallen, aber war halt doch viel Geld. Und ich bin dann bei denen mal auf die Webseite gegangen. Nubert hat nur einen Direktvertrieb und habe da mal geschaut, ob da vielleicht irgendwie auch Jahresendschnäppchen oder sowas zu machen sind und fand dann zwei neue Aktivlautsprecher, die preislich deutlich darunter angesiedelt waren, nämlich die AS125 und die AS225. Und genau die AS225 steht jetzt hier vor uns. Das ist nämlich eine Soundbar, das fand ich ganz praktisch, weil ich eigentlich, ja, die Boxen neben dem Monitor sahen immer etwas störend aus. Und das ist hier eine Stereo-Soundbar, die unter den Monitor gestellt werden soll. Ich werde dann schauen, ob alles klappt. Jetzt packen wir das Ding erstmal zusammen aus und schauen uns an, was hier in diesem riesen Karton ist. Ich hoffe, ich kann den dann auch demnächst gleich loswerden. So, geschafft und ausgepackt, das gute Stück. Hier ist das jetzt also, das eigentliche Gerät. Ich habe hier die magnetische Frontgrill. Der geht da einfach so drauf. Stromkabel, Fernbedienung. Das ist für die Kontrollleuchte. Das Gerät hat kein Display. Das heißt, damit man gucken kann, welcher Anschluss gerade aktiv ist. Das werden wir uns auch gleich mal anschauen. Geht das über so farbige LEDs und dann ist hier noch ein optisches Signalkabel dabei, was für mich jetzt allerdings erstmal nicht so spannend sein wird, da ich, wie gesagt, an den Rechner gehe. Das heißt, ich gehe dann über den Koaxialeingang, über den Kopfhörerausgang. Aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Das Ganze macht einen durchaus wertigen Eindruck, muss ich sagen. Es ist sehr schwer, es ist ordentlich verarbeitet, es roch auch nach Holz. Das Gewicht ist mit knapp 10 Kilo angegeben. Ich denke mal, das kommt auch hin. Wir schauen uns jetzt einfach mal die einzelnen vorhandenen Anschlüsse an, um zu schauen, was man alles anschließen kann. Und dann, ja, Kabel dran und dann probieren wir einfach mal, was so mit dem Gerät geht. Also wir haben auf der Rückseite einmal diesen optischen Eingang, wo auch das Toslink-Kabel beiliegt. Es ist ein HDMI. Anschluss da, das heißt ein Fernseher, der über einen HDMI-ARC-Ausgang verfügt, können wir anschließen. Wir haben einen Subwoofer-Ausgang, wir haben einen Auxiliary-In
links, rechts, logischerweise. Das sind die normalen Coax-Stecker und wir haben einen Coax-Digital-Eingang. Das sind also die Eingänge, die uns zur Verfügung stehen. Zusätzlich soll das Gerät auch Bluetooth können. Das werden wir gleich mal probieren, ob das mit dem Bluetooth-Zuspielen klappt. Wobei ich am Rechner üblicherweise nicht auf Bluetooth setzen werde, sondern auf Kabelverbindung, einfach um Latenzprobleme beim Videoschnitt, um den aus dem Weg zu gehen. So, also ich kabel das jetzt mal an, das Gerät, und dann schauen wir uns das nochmal etwas weiter an. So, Kabel ist angeschlossen. Ist auch recht lang, 1,80 Meter steht in der Bedienungsanleitung. Das sollte also an den meisten Stellen reichen. Und das Schöne ist, es ist ein Euro-Stecker, das heißt nur der schmale. Den kriegt man überall noch dazwischen gesteckt. Jetzt wollen wir aber noch mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Auf der Fernbedienung drücke ich jetzt auf On und die blaue Lampe fängt an zu blinken. Blau ist Bluetooth, das heißt wohl, er ist jetzt im Kopplungsmodus. Das probieren wir jetzt einfach mal aus und schauen jetzt mal, ob das Handy das Gerät findet. Nubox Soundbase findet er. Koppeln. Klappt. Ja. Bitte koppeln. Jetzt ist das Licht dauerhaft blau. Und jetzt gucken wir noch einfach mal, ob hier auch was rauskommt. Jetzt wird spannend. Cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, but I know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you, 'cause you're hiding from me. Yeah, it shows that it's cost you a lot. Ja, kommt durchaus was raus. Der erste Eindruck ist durchaus positiv. Ich sitze jetzt natürlich sehr dicht dran. Moment, ich verschiebe es noch mal ein Stück weiter nach hinten. Die Gummifüße sind übrigens sehr fest. Das ist auch gut. Also versehentlich verschieben tut man das Gerät ganz bestimmt nicht. Doch, es ist eine überraschend räumliche Auflösung jetzt schon vorhanden bei der geringen Entfernung. Das überrascht mich jetzt sehr positiv. Und es gibt dann zusätzlich hier auf der Fernbedienung auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Man kann es auch noch auf Musik umstellen. Ah, dann klingt es deutlich heller. Ja, jetzt ist es ein bisschen dumpf im Normalzustand. Schaltet man jetzt auf Music, wird der Klang deutlich heller, für mich angenehmer. Es gibt auch noch den Modus Movie. Macht jetzt bei der Musik gerade nicht so den Riesenunterschied. Aber doch, so der erste Eindruck ist durchaus recht positiv. Was das Gerät hier so schafft, ja, die beiden Lautsprecher sollen, oder die vier Lautsprecher sollen mit jeweils 25 Watt starken Verstärkern versorgt werden. Wir können uns das auch mal schnell im Handbuch anschauen, was da steht. Ja. 4x25 Watt Nennleistung oder Sinus, wie wir alten Leute dazu sagen. Das ist für so kleine Lautsprecher schon durchaus erwähnenswert. Da kommen auch ordentlich Pegel dann bei zustande.
Wir schauen uns das Ganze jetzt auch gleich nochmal an, wenn ich meinen Rechner dranhänge, weil das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, dass der Rechner da auch eingesetzt werden soll beim Videoschnitt. Das machen wir mal eben. Also ich habe jetzt hier einfach nur über ein Adapterkabel von Kopfhöreranschluss auf Cinch gearbeitet, habe jetzt das Notebook direkt dran gehängt. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir den richtigen Input schalten. Input AUX ist so, dass das Lämpchen grün leuchtet. Also nach Bluetooth einmal schalten, das ist praktisch. Landen wir dann beim AUX und jetzt sollte theoretisch auch Musik hier rauskommen. Auch das klappt. Ja, also auch das funktioniert offensichtlicherweise einwandfrei. Bisher gibt es hier soweit nichts zu meckern. Ich werde das Ganze jetzt mal auch an den eigentlichen Hörplatz, nämlich unter meinen Monitor stellen. Mal gucken, wie das da so funktioniert. Aber so im ersten Moment bin ich recht angetan. Ich hatte mir erst ein paar Sorgen gemacht, weil die Lautsprecher, die verbauten, gerade die Tiefmitteltöner, doch sehr, sehr klein sind. Es sind 120 mm, also 12 cm Kalotten. Die Hochtöner haben 25, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber auch hier können wir einfach nachlesen. 118 haben die Tieftöner, 25 haben die Hochtöner. Dass das hier keine Disco-Beschallung wird, ist klar. Aber so bisher doch. Macht durchaus einen guten Eindruck. Ich werde mal weiterschauen, wie sich das so bewährt im Videoschnitt. Ich werde euch nachher auch noch mal ein Bild einblenden, wie es dann aufgebaut bei mir am Rechner aussieht, das Ganze. Aber so auf den ersten Eindruck, doch, das ist durchaus in Ordnung. Ich hatte auch ein bisschen Sorge wegen dem Anthrazitgrau. Das war von manchen als hellgrau beschrieben worden. Also so hell ist es nicht. Ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt auf dem Video sieht. Die Frontbespannung, die ist recht hell. Das ist wohl so, ja. Aber das Gerät an sich ist eher ein dunkelgrau, ein Anthrazitgrau. Also da mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen. Das wird schon passen. Schöner wäre natürlich schwarz, wenn man es unter einen Monitor stellen will. Aber in schwarz gibt es halt nicht. Ja, ich kann damit jetzt erstmal so leben. Falls noch mal was mit dem Gerät mir auffallen sollte, dann melde ich mich auch einfach noch mal. Also bis später dann, euer Stefan Lenz.